Kupfersaat, Alter. Bin auch schon wieder los. Raumsaat natürlich. Und ich will gerne den hier. Dorthin. Oh, guck mal. Nehme ich auch gerne. Kristall. Keine Ahnung, was die Kristalle können. Werden wir vielleicht von denen auch ausfinden. So, siehst du mal. Weg mit euch. Nehme ich alles gerne mit. Karteninformation freigeschaltet. Hab's irgendwas Neues? Nee, alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht warum, aber ich bin den ganzen Tag schon müde. Das ist ganz furchtbar. Kristallsaat. Mann, was soll ich jetzt mit der Saat? Da liegt noch was. Schenkt ihr irgendwelche Saat? Nee, Eisenerz auch nicht. Eisensaat. Oh. Oh, dich nehme ich gerne mit. Her, komm an meine Brust. Physisches VTT. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme es mit. So. Und hier. Baller ich auch alle weg. Ja, damit. Ja, damit. Aua. So. Ja, damit. Yoshi. Kore de dōgu ya san ni tanomareta mono wa subete atsumarimashita ne. Zatsuyō tte taihen desu ne. Chijō no resistance wa yoruha butai ni totte mo daiji na dōhō. Kare ra no tedasuke wo suru no wa watashi tachi no juyō na ninmu. Dakara monku wo iwanai. Hai. Mensch. Als ob. Dreck. Unser erster Tod. Hey. Eine geborene Frau sucht mehr Kraft in einer von Natur eroberten Stadt. Ja, ist in Ordnung. Unser erster Tod. Warum hat sie das denn nicht automatisch benutzt? Frage ich mich. Komisch. Ach, das war ein Tutorial. Huch. Da. FFE wird aktiviert. KSS wird aktiviert. Da sind wir wieder. Ah, siehst du mal, wir sind wieder hier. Das ist doch praktisch. Oh. Nehme ich auch gerne. Tierköder. Oh, Tierköder. So, jetzt müssen wir quasi einmal da hinten wieder hin, weil die Sachen da ja noch sind, ne? ここは植物の侵食がかなり進んでいますが. Das kennen wir schon. 当時はかなり大きな都市だったんでしょうね. Ja. Operator 6O より 2B さんへ定期連絡の時間です。こちら 2B 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか?問題なし。 それは作戦に関係する情報?いえいえ、そうではなくて天気がいいと気分がいいのかななんて気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。2Bさんらしいですね. Sehr schön. Der Kreis des Todes, Errungenschaft. Sehr schön. Was ist denn los? Sehr schön. Tierfell wird wahrscheinlich auch verkaufbar sein. Sind wirklich zackig. Mein Gott, siehst du, das meine ich. Hinterläufer scheinen ihre Schwachstelle zu sein. Achso, ja klar.
Wie mache ich denn jetzt, Kann ich mir was zu leben geben? Gegenstände? Muss ich das jetzt selbst machen? Verwenden? Verwenden? Okay, war wahrscheinlich irgendein Plugin, was mir das früher... Oh, toll. Den wir sparen können. Aber ja. Jetzt sind wir wenigstens voll wieder. So, jetzt können wir auf der Hände. Unsere Sachen haben wir wieder. Kopfherz, sehr schön. Mein Gott, was werde ich auf einmal so müde um die Augen? Furchtbar. Kinder werdet nie älter. Das macht keinen Spaß irgendwann mehr. Ich sage es euch. Und ich bin erst 25. Ich weiß, wovon ich spreche. Komm her. Gib Mula. Und erfahren. Zwei war nur, aber hey, besser als ja nicht, glaube ich. Und jetzt können wir das gleich abgeben. Oh, das ist neu. Moin. Silbererz. Oh, das ist tatsächlich neu. So, jetzt möchte ich aber nochmal. Das wäre echt normal, mit den allen sprechen. Hey, habt die Materialien gefunden. Das ist klasse. Jetzt kann ich mit dem Upgraden am Anfang und Sachen für euch anfertigen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Teile für die Reparatur deines Beines übrig. Achso. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Teile deines Beines für die Reparatur deines Beines übrig bleiben. Ja, nein. Warum sagst du uns nicht, was hier wirklich gespielt wird? Ja, mein linkes Bein ist vollkommen hinüber. Mein linkes Bein ist genau jenes, das noch original ist. Ich habe meinen alten Körper während des Krieges schon hunderte Male repariert. Ich habe alle möglichen Teile schon so oft ausgetauscht, dass ich es mir nicht leicht, mir einfach nicht mehr merken kann. Aber dieses Bein, dieses linke Bein, ist völlig unangetastet. Wenn ich es also ersetze, was passiert dann? Ich meine, wäre ich dann noch immer ich? Oder wäre ich nur... Egal. Das ist mein Problem. Wollt ihr euch nicht damit belästigen. Ihr solltet bald schon mehr Waren bekommen. Also schau vorbei, wenn ihr könnt. Nice. Erster Botengang. Erfahrung. Errungenschaft. Nice, nice. Kann ich helfen? Da. Ist irgendwas, was ich nicht habe. Angelplatz. Ja. Boah, brauche ich jetzt glaube ich nicht. Angriff plus. Erhöht Stärke um, von Waffenangriffen um 2%. Das ist nice. Reduziert physischen Schaden um 2%. Ah, das ist eine Verteidigung. Quasi. Sehr nice, sehr nice. Das ist alles sehr nice. Nehme ich alles mit. Das können wir tatsächlich dann auch stacken, nehme ich an. Ja. Müssen wir dann einfach nur, mehr Plätze wahrscheinlich schaffen. Bis demnächst. So, das heißt... Plug-in Chips. Typ A. Anpassen. Angriff. Jupp. Verteidigung würde ich auch machen. Oh, ich hätte schon eine VOT plus 2. Nice. Dafür habe ich jetzt keinen Platz mehr. Das ist belastend. Was können wir denn hier rausnehmen? Betriebssystem entfernen. Lieber nicht. LP-Leiste, Erfahrungsleiste. Fähigkeitenleiste. Weiß nicht. Feindcard, Feinddaten, Ziele, Textlog, Speicherpunkt, Schadenswert. Huppala. Steuerung.
Blended hat in manchen Situationen automatisch ein. Sein Quicktime, wie lasse ich es mit drin, ne? Belasten, alles belasten. Wir reden mal hier noch ein bisschen. Das dürfte reichen, um das kaputte Ding wieder zu reparieren. Achso, das tut ja lalala. Na, sieh mal einer an. Dann bin ich wohl wieder im Geschäft. Freut mich das, Sir? In der Tat. Schließlich stelle ich Waffen her, um meinen Freunden ein wenig Sicherheit zu bieten. Obwohl ich mich manchmal frage, ob meine Waffen meine Freunde nicht einfach schneller sterben lassen. Ach, schon gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Schau einfach in Kürze wieder vorbei, ja? Dann sollte ich neue Ausrüstung für dich gefertigt haben. Sehr schön. Von dir kriege ich nichts. Schade. Hey, du bist es. Ach, fast hätte ich vergessen. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Hey, siehst du mal? Ich möchte mich für deine Hilfe bedanken. Dass hier ist alles wieder sein. Dass hier alles wieder seinen Gang nimmt. Hier sind ein paar Verbesserungsmaterialien. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Möchtest du was ausprobieren? Darauf kannst du wetten. Wow. Bestienverderber. Ultraherrscher. Uralter Herrscher, Entschuldigung. Und Bestienlord. Kost plus. Macht echt viel, ne? Ein Schwert mit dem Bestienkönig als Motiv. Ein Schwert mit einem unbehaglichen Aura. Nice. Ein Großschwert mit Bestienkönig-Motiv. Ich mag Großschwerter. Hat man vielleicht auch schon Let's Play zu Dingsig gesehen. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit, weil wir ja noch was frei haben. Ja. Und zwar hier. Ja. Details. Spezialfähigkeiten, na gut. Geschichte. Es waren einmal drei Prinzessinnen. Der Älteste wurde alles Wissen vermittelt. Die klügste. Der Ältesten wurde alles Wissen vermittelt, um die klügste Frau im Königreich zu sein. Schon bald saß sie als Königin auf dem Thron ihres Heimatlandes. Schön, dass es dazu noch Geschichten gibt. Kann ich das auch so? Geschichte. Wie lange kann ich auf diesem blutigen Schlachtfeld kämpfen? Wie lange, frage ich mich. Nett, wirklich schön. Kampfarmmaschine. Ah, okay. Such mich wieder auf, wenn ich dir helfen kann. Also, woher bekomme ich diese älteren Waffenmodelle? Oh, die Symphanierin schickt mir ab und zu welche. Okay. Sie heißt Eckert und ist die eigentliche Inhaberin. Ich stehe nur am Tresen und sorge dafür, dass die ganzen Reparaturgeräte schön laufen. Ich sehe sie nur ein paar Mal im Jahr, um ehrlich zu sein. Setzt meistens Lieferdrohnen an. Wo sie Sachen her hat, weiß ich nicht. Aber das meiste davon ist einwandfrei im Zustand. Solltest du ihr hier begegnen, dann grüße sie schön von mir, ja? Du kannst deine gekauften Waffen bei mir auch verbessern. Du benötigst Geld und Materialien, aber dafür werden sie entsprechend stärker. Außerdem können je nach Waffen Spezialfähigkeiten hinzu. Wenn du Lust hast, probier es einmal aus. Ich habe Halsschmerzen davon, dir zu sprechen. Okay. Wow, nett. Nett, sehr nett. Hier noch. Sehr schön. Was kostet das jetzt? Hey ho, ja, ja, komm. Ah, das kann ich tatsächlich aufwerten. Das würde ich gleich machen. Pyrit. Machen wir. Cool. Und bald wieder. Ja, ja. Mal gucken. Hab ich denn jetzt noch Fleisch, was ich dir geben könnte, was ich irgendwie abgenommen habe? Ja, Rotwildfleisch. Ja, sehr schön. Ja, sehr gerne. Bernstein. Aber das ist erst ein halbtransparenter Juwel aus verstandenem Bernstein. Okay, kann ich nicht verkaufen.
könnte es verkaufen, aber mach es nicht. Bis denn, ja, ja. Das ist doch schön. Was mit dir jetzt? Ah, gehörst du hier zur Jor-Einheit? Was ich auf den Kopf trage? Ja, das kennen wir ja schon. Ja. Fand ich auch, glaube ich. So, nun zu dir. Ach. Ich habe... Das ist tatsächlich auch eine Bitte an euch. In letzter Zeit gab es verschiedene Berichte über gefährliche Maschinen, die in der Wüste aufkreuzen. Das ist sehr ungewöhnlich, daher könnte das ein Hinweis auf eine größere Sache sein. Ja, ich habe gehört, dass ihr Jora-Typen ganz schön gut darin seid, Dinge zu untersuchen. Meint ihr also, ihr könnt euch für dieses Durcheinander einmal für mich ansehen? Klar. Danke. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ich werde unseren Verbündeten in der Wüste sagen, dass ihr kommt. Aber seid vorsichtig da draußen, okay? Na klar. Wüste. Punto 042 から Operator へ Resistance Leader より指定のあった場所の座標データを確認。Operator より Punto 042へ座標データ確認。目標地点にマーカーをポイント。砂漠は気温が高く、日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、2B さん。Alles klar. Ich kann hier immer noch auf meine E-Mails zugreifen? Nein. Schade. Nur speichern. Verstehe. Damit. Mehr. Super. Das Ding ist wirklich schnell. Fällt mir sehr gut. Und weiter geht's. Auf jeden Fall haben wir eine E-Mail erhalten, da würde ich tatsächlich gerne nochmal reinsehen, wo wir da hingehen. Da war was. Guck mal, sehr schön. Immer ihre flotten Beine, ne? Öffnen, warum auch immer. Und dann kommt was. Hey, da liegt schon wieder so eine komische Leiche, die wir plündern können, quasi. Ja, der wird mit Bergen nicht plündern. Plündern wäre zwar auch lustig, aber hey. So, ich weiß schon, dass das alles geplant wird, was hier gerade abgespielt wird. Kommandant, in verlorener Ausrüstung. Ich wollte dir von deinem letzten Einsatz noch etwas sagen. Laut unser Analyseteam ist die Ausrüstung, die beim Einbrechen in die verlassene Fabrik verloren ging, noch immer dort. Ich habe ihre voraussichtliche Position markiert. Es wäre toll, wenn du sie beim nächsten Besuch holen könntest. Das wäre alles, die Kommandantin. Dann machen wir das doch einmal kurz. Wo ist die denn? Wanda? Na komm. Kartenmodus. Die ist jetzt wo? Was ist das denn? Okay. Wo ist die denn? Ist das die? Aktuelles Ziel? Vielleicht müssen wir das auch oben in den Aufträgen machen. Bild des Händlers. Achso, das waren die. Abgeschlossen. Fabrik. Naja, wir halten mal ein bisschen eine Fabrik Ausschau, würde ich sagen. Kann zwar alles davon in der Fabrik hier sein, aber wir halten mal ein bisschen Ausschau. Die Musik ist toll, die passt da wirklich gut zum Momentan. Aber ich muss leider ein bisschen übertünchen, weil, ne? Dass da irgendwas Größeres irgendwann kommt. Ja, ne, da bin ich. VDT2. Ah, da habe ich das, siehst du mal. Das
Cool, dass man hier auf den Häusern noch umtanzen kann. Das ist eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Das sind wieder ein paar Bots. Das ist aus dem Dach. Das war die neue Waffe. Sehr schön. Ja, ich speichere einmal kurz. So, hab auf wieder. Wenn es weiter geht, können wir bald auf der ganzen Karte speichern. Das wäre doch mal ein Traum. Da hängt noch was. Nehmen wir gerne mit. Und es ist schon wieder eine Baumsaat. Keine Ahnung, was man da mit der Baumsaat überhaupt macht. Da ist wieder eine Leiche. Nehmen wir auch gerne mit. Ah, jetzt können wir langsam in den sandigen Bereich, da juckt mir gerade mein Ohr. Einfacher, finde ich gut. Mann, was ist denn mit diesem Ohr? Gleich reißt es ab. So. Mal kurz hier aufs Dach. Mensch, ich wünsche, das könnte ich auch. Ist ja schon nicht mehr Freestyle-mäßig hier so. Wie heißen die nochmal? Die Fassaden hochklettern auch. Quatsch, wie heißen die? Ich weiß es nicht, wie heißen die? Freerunner, so. Versuchen wir doch mal ein bisschen reinzugucken für deine Wildschweine, oder? Ja, wie kommen wir da hin? Müssen wir nochmal mit? Pflanzensaat. Wie kommen wir dorthin? Ah, die sind wahrscheinlich ganz oben, ne? Nein, nein, nein! Gott sei Dank ist jetzt nicht gefangen. Gutes Mädchen. Das ist ein Robotermädchen. So. Wie kommen wir da rauf? Hi! B2B, Mann. Ich würde aber B2 sagen, ist ja falsch.
will da rauf und das ist das Letzte, was ich tue. Was wird denn da hinten? Nee, die muss einfach. Lassen wir mal ihn hier. Ja, viel einfacher. Massenparty. Corona, das ist eine Party, die hier verboten ist. Das ist ja gefällt. Was denn jetzt? Ah, ne, da hinten. Weg mit dir. Danke. 200 geht, nice. Nochmal 200 gehen, nice. Da oben lag noch etwas. Können wir die öffnen? Ja, sehr gut. Großes G-Glück. Großes G-Glück? Say what? Okay. Wir können uns da so ein... Okay, wir haben Skins, wie cool. Ich sehe bloß keinen Unterschied. Das. Als ob. Wie cool. Ah, okay, ja, nee, das brauchen wir nicht. Bin mit ihrem jetzigen Aussehen sehr zufrieden. Oh, ich bin ein bisschen weit, gerade zurückgerutscht. Entfernen. Jetzt hör doch auf, das ist immer, Mann, ein bisschen nervig. Pappkarton. Grimoire Weiß. Ah. Okay, das ist cool. Das lassen wir mal, das ist echt cool. Coole Sache, wirklich. Gefällt mir sehr gut. Aber was war das jetzt, was wir gefunden haben? Gegner lassen für 60 Sekunden mehr Geld zurück. Aufwendiges Gerät. Sehr schön, sehr schön. Ja, ein Händler wollte noch eins, oder nicht? Da täusche ich mich da gerade. Ich würde gerne rausspringen. Wäre immer praktisch gewesen, wenn man da jetzt so rausspringen kann, ne? Da kommen wir nicht hoch. Hat uns aber scheinbar nicht so interessiert. In Ordnung. Auf jeden Fall das da hinten interessiert mich nochmal. Da war ein Wildschwein. Ja, Wildschwein. Alter, das ist ein riesen Wildschwein. Jetzt mal auf den das Gerät zu schießen. Speichert. Speichern wir. Dauert ja nicht lange.
mal ab. Ich hoffe, der Mobile ist das. Aua. Das haben wir jetzt. Jawoll. Also wir müssen das nur irgendwie hinkriegen, dass sie das automatisch nimmt. Ein bisschen anstrengend. Heiler Fall. Siehst du mal. Das hier ist was? Ah, das könnte die Fabrik sein. Gucken wir doch gerne mal nach. Toll, wieder. Uns wieder sparen können. Freue ich mich. Finde ich richtig toll. Ganz gesagt. Ist das hübsch. Es sieht mir nicht nach einer Fabrik aus, sieht aus wie ein Einkaufszentrum. Da ist eine Kiste. Sehr schön. Hier Köder erhalten. Sehr toll. Das Hopf, finde ich toll von ihr. Das klingt wie Lara Croft. Gegeben. Kommt hier rein. Aber noch nicht hier. Haben wahrscheinlich ein bisschen was vorweggenommen, ne? Das ist eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Warum auch immer. Becher. Sag wie das. Jetzt nicht herunter zu springen. Wir könnten, aber ich mach's. In die Wüste. Ah, siehst du mal. Jetzt hätte ich es gewusst. Kristall, sehr schön. Boah, ich war heute seit Ewigkeit mal wieder bei Meckes. Und ich habe instant Sodbrennen, ne? Das ist echt nicht geil. Darum. Karteninformation. Schnell speichern einmal. So Leute, aber ich verabschiede mich für hier. Vielleicht geht die Folge ja weiter, ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Wie immer, lasst einen Kommentar da, lasst gerne ein Like da und wir hören uns. Ciao!